Gefechtsstation! Okay, Doppel-Nork hat der Geigner, eine Bismarck. Autsch. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Zerstörer gesichtet. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Torpedos voraus! Gegnerische Schlachtschiff gesichtet! Gegnerischen Zerstörer gesichtet! Bestätigter Einschlag! Gegnerischen Kreuzer entdeckt!
direktes Ziel konzentrieren. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Thank you.
gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Achtung, melde Zielposition. Bestätige. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Gegnerisches Schlachtschiff zerstört. Könnte noch ein Wind werden. Bestätige. Gefecht endet in 5 Minuten.
Melde Zielposition. Verstanden. Toll gemacht! Unser Sieg ist in Sicht! Noch. Ja, du musst kurz was ändern. Moinchen. Hallo. Hallo. Warte, Divi? Ja. Welche Stufe? Ach so, alles mögliche. Querbeet.
Querbeet, ja. Macht das das, wenn ich nebenbei streame? Nö, macht nichts aus, kannst schon machen. Ich wollte schon immer dokumentiert haben, dass, wie scheiße ich bin. Moment. Mal gucken, ob ich euch einen von euch in der Liste habe. Glaube aber nicht. Grizzly, du bist Guardchef, also müsstest du einladen. Ja, Sekunde. Spieler hinzufügen. Wie heißt du im Spiel? Genauso wie hier Discord? Darkwight Belfast. Nochmal für Dove zum Mitschreiben. Darkwight? Dark Knight, also wieder Ritter. Nein, White. Wie Ah, weiß. right. Aber Okay, ich glaube, ich hab dich. Bist du wohl clanlos? ich bin clanlos, ja. Dark White, bin ich gar nichts hier. Ah, alles klar, Sekunde. Jop, da bist du. Ja, sag an, Holzgast, was willst du spielen? Welche Stufe? Also. Auf welcher Stufe möchtest du verlieren? Mir Was ist egal. das? Sie täglicher Auftrag, Konvoi, HI, bla bla, was? Was ist denn das? Täglicher Auftrag? Wie gesagt, sag was an, sag irgendeine Stufe an. Excellent. Ach, nehmen wir das gute alte böse T8, ne? Okay. Ja, kurz vorher, checkt das jemand hier? Ich muss hier tägliche Auftrag. Achso, ich muss zuerst das eine und dann das andere. Das ist ja voll kompliziert. Ach, geht. Irgendwann findet man es raus und verprügelt Wargaming nur noch. Okay, das ist also voll strange, was die sehen. Ach da, ach da, ach da. Ah, ich weiß nicht. Und diesmal ramme ich keinen raus, der nur 15 HP hat gegen 40k. Das Schöne ist, wo ich ihn rammen wollte, hatte er deutlich mehr gehabt. Irgendjemand hat ihm eine Zeta gedrückt, dass er aus dem nächsten Land geflogen ist. Er kann dir Tom erzählen, eben mit der Sojus. Ich wollte den Rahmen der John Bart und bin an so einem Ausläufer von der Insel hängen geblieben und kam nicht mehr an den ran. 2 Meter bevor er reicht, das ist so geil. Ein Rammer kann einen Ah. E-Tiler überbieten mit einer feindlichen Gearwing. Die feindliche Gearwing klebt an meinen Rumpf. Alle, die auf mich schossen, wurden pink vom roten Team. Wo wollen wir hin? Mitte, rechts, links? Ich folge dem Schlachter. Ich fahre nach B. nach D. D wie Delta. Gefechtsstation. Das NATO-Alphabet muss natürlich auch noch lernen. Ne? Ich fahre mal ein bisschen näher an C vorbei, falls sich was aufdecken sollte. Ich schulde Ihnen was. Und dann rüber nach D. Ja. Ich habe übrigens jetzt die Woche gelernt, was eine NATO-Rolle ist und wie man sie macht. Ich bin voll stolz drauf. Eine NATO-Rolle. Was ich gelernt Ey, voll habe, praktisch. ist, ne, du kriegst, egal was du hast, Prügel. Ja, Mann, hat die Smolensk ist gut. Meine fackelt nie ab. wir haben NATO-Rolle gelernt beim Dingens, was das ist und wie man es macht. Das ist eigentlich voll praktisch zu haben. Also das ist echt was, kannst du eigentlich immer irgendwie brauchen, wenn du unterwegs bist. Also wenn du weißt, du bist jetzt irgendwie outdoor unterwegs. Ich habe hier irgendwie Hunger. Da sind wir schon zu zweit. Die eine Kagero schläft. Das heißt, ich glaube, ich ziehe mal direkt durch nach D. Hast du nicht gemeint, du wolltest nach Dora fahren? Nee, B. Ach B, ich habe auch D verstanden. Ey, ey, dieser. Ich sag noch D wie Delta, weißt? Sorry. Weil hier so weniger auch sind. Und die haben einen Kurfürst auf der Seite, ja? Ja, wenn du schon da bist, dann kannst du auch D oder C fahren, Ja, Dingens. ich fahre jetzt D rein. Jetzt. Oh, C ist Oh, etwas. D ist was. Oh, eine Bismarck. Völlig overpowered.
Ich werde bestimmt gleich entdeckt, ich will nicht sterben. Bismarck ist da oben mit Montana. Die KG rennt immer noch. Oh. Ich habe nebenbei in Einstellung rumgespielt und jetzt Bismarck schöne 8K gedrückt. Mit beschossen. Wow. Man hat hier einen Nahkampfschlachter auf T9, hat Angst vor einer Bismarck. So, ich habe jetzt mal auf die Dunstcrew ein paar Torps abgeworfen. Ich nehme mal ab, die wird wieder abdrehen. Motherfuck, ich bin so ein Spast. Autsch, das wird wehtun. Ja, kriegt die Nase nicht mehr rechtzeitig rumgezogen. Fährt die Bismarck da hinten rückwärts? Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Sieht so aus. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Ich glaube, es ist ein Verleger Langwing Twang vom Feind. Verstecken sich alle wieder hinter Felsen. Ja, bei dir und von unserem Team. Schade, ich glaube, meine Torps laufen aus, sonst wäre das ein wunderschöner Treffer gleich. Ich treffe keine rückwärtsfahrende Kurve, aber dafür treffe ich alles andere, was scheiße gezielt war. Ich bin auch vor dem Schiff ausgegangen. Das ist scheiße. Naja. Alter, T9er! T9er am Kartenrand! Alter, ich fasse einen Scheiß zusammen gerade. Und tot. Dann fahre ich unter den 10. Ich bin schon wieder tot, Alter. Das gibt's doch nicht. Ja, ich wollte umdrehen, dann war ich schon so nah bei C dran, weißt du, so ein... Weil ich hier so viel fahre nach D. Eigentlich wollte ich gar nicht rein. Ah, ich liebe den Reichweitenflieger. Nicht nett, ich komme mit dem nicht klar. Ich treffe da nie was. Nur schön ist, wenn ein so nah BB so schön am hinten steht. Ich bin mal schnell AFK. Ne? Ja, ich muss gleich unten Tür aufmachen. Ach. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Ich bin aufgedeckt. Ich weiß auch nicht wovon. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Dann wieder zu. Kagero fährt rückwärts oben. Auch nicht schlecht. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Aufklärungsflugzeug kehrt zum Schiff zurück. Dieses Ziel decken. Jetzt geht alles natürlich auf, was hier breit fahren muss. Ich brauche Aufklärung. Was ich auch wieder cool finde, oben bei D, die Kagero ist daneben und dort ab und gerade gekappt. Versucht das noch nicht mehr. Gegnerischen Kreuzer entdeckt! Du bist mal gut, kommst ab. Ist klar, ich überlebe auch eine Breitseite von der Monty. Also von der IO Lorca. Was auch immer. Alter, was ist das für ein Friedrich hier im Team?
sichtbar? Ja. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Problem gelöst. Fordere Hilfe an. Ich glaube, unser Friedrich hat das Spiel hier nicht verstanden. Was seine Klasse so machen soll. Hast du immer einige von. Feueralarm! Der schießt auch noch AE. Komm schon, E. Ohne Support, allein wenn da ein dummer Friedrich ist, auf Range geskillt, hast du keine Chance. Oh, da ist die GF. So nah wollte ich die nicht haben. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, komm näher, du machst das gut. Der haut von der Schalzmantel ab. Jawohl. Das ist einfach nur peinlich, was er hier abliefert. Der trifft nicht mal die Bismarck mit HE auf ihn zufahren. Ah, das war scheiße. Das war gerade Käse, was ich gemacht habe. Aber du könntest noch entkommen. Ja. Und Hydro. Na klar, du, der Friedrich steht so scheiße, dass er ihn nicht spotten kann. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ich hab gedacht, der steht da oben an der Ecke. Ja, er ist runtergekommen, wäre ich auch. Da bin ich wieder. Wollen wir zurück in den Hafen? Jo. Da seid ihr auch hin. 1,6 Millionen getankt, ey. Gratuliere. Ich hab gerade einen Fehler gemacht. Ich hab die Bismarck nicht mehr schließen sollen. Das war ein Fehler von mir. Gut. Wieder Stufe 8, oder? Mir egal. Ich hab alles. Ich nehme. Oh, Tom holt den DD raus. Wichten dann raus. Ach komm, ich spiele nochmal DD. Irgendwann muss es ja mal klappen. Ach, da muss ich wohl wieder böse sein. So, welchen Kapitän nehme ich heute? Den hier. Tirpitz. Das ist das Lieblingsschiff von Tom. Deutsche Schwarzschiff. Die kann noch gut was. Die kann gar nichts. Die kann alles außer treffen. Oh, ich muss sofort diesen AAP Takao torpen. Ich hasse ihn. Er hat die und ich nicht. Oh, ich will die haben. Oh, zum Glück habe ich die nicht ausgewählt. Da sind einige Schiffe, denen ich nicht begegnen möchte. Ja, ich sehe es jetzt schon. 8er BB vorne, 10er. Guckt irgendwo ganz weit hinten als Kremlin. Alle Mann auf Gefechtsstation. Also 10, BA. Ich würde sagen BA, also BA Push. Das wäre gar nicht erst ins C da. Ja, ich fahre dann direkt mal in B rein. Ja, ich fahr da mit. Das Gute ist, ich kann Smoke und du kannst Hydro machen. Mhm. Er hat Smoke und Hydro.
Ich wollte gerade sagen, soll ich dir was Geiles erzählen? Ich kann auch smoken. Ja, aber mein Smoke hält länger. Ja. Das ist bei den Deutschen, das ist echt eine feine Sache mit der Hydro. Das stimmt, ja. Obwohl sie schon viele Aufschrei machen, dass sie entfernt werden soll. Einfach nur zu stark, sagen die. Haben die Deutschen Idee überhaupt was Starkes? Ja, es geht wahrscheinlich darum, dass es überhaupt ein deutsches Schiff gibt, das halbwegs was kann. Dass das schon overpowered ist. Ja, Z-52. Dort sogar ein T-3DD mehr HE-Damage-Output. Ach, HE ist was. Ah, da ist schon einer drin. Egal. Kann nur eine Grosso, eine Fatas oder eine Al-Yukikaze sein. Oder eine große Wolf. Oder eine Alaska, die ja schön breit fährt. Mhm. Ich muss aber trotzdem mal links runter. Ich hoffe mal, das wird jetzt mal bestraft. Komm, ich fahre jetzt relativ nah an die Insel und dann fahre ich mal Hydro an. Jo. 80% meiner Granaten haben getroffen. Zu schnell weg. Geortet. Ich bin gerade out. Ja, von der Monty. Nee, Alaska hat nicht so weit. Okay, aber ich bin noch zu, ich habe kein Radar. Ja, die Multiplayer. Was ist eine Multiplayer? Eine andere Art von Cleveland. Nie gesehen. Anime-Schiff. Schaden hat er gemacht. Nein, jetzt ist die Montana zu. Du bist aus dem Cap raus. Moment, vielleicht spotte ich die gleich. Da ist sie wieder. Sie ist immer noch außerhalb des Caps. Ich bleib trotzdem mal hinter der Insel. Mein Rauch läuft aus in 15. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt! Oh, sehe ich da hinten eine Vanguard auf dem geskillt? Gegnerischen Kreuzer gesichtet! Da kommen die Torps. Naja, ich habe sie gerade schon entdeckt, ja. Gerade ein Haus gewesen, ja. Ich tue es mal runter Richtung A. Richtung A, okay. Als ob die wissen, wann ich dir auf die ziehe, dass sie eindrehen. Ich gebe Gas und genau in der Sekunde muss natürlich Gas geben. Das sind immer Vollpfosten. Ich hub sogar noch. Es ist aber lustig, wie die T10 auf Flucht sind, oder? Ja, aber generell. Deswegen ich hub diese Map da ohne Insel. Das ist immer ein Ausschuss. So. Da ist wow. Die große Wahl wieder. Ich find's immer genial, wie die größten Breitfahnen immer aufgehen, wenn ich geschossen habe. Ich hab irgendwas Ausfall bei ihr gemacht. Dazu. Gegnerischen Kreuzer gesichtet! Torpedos auf Steuerbord!
Stationen. Brauche Feuerunterstützung. Kreuzer gesichtet. Hey, großer Roy. Der nimmt sich meine Torps. Feueralarm! Kommen Sie zurück! Jawohl! Alles klar, super. Gott sei Dank. Ach komm, ist unfair. Ich habe irgendwas mit Torp getroffen. Ja, ich glaube, hier ist Molenz. Torpedos direkt voraus! Mal schön wäre zu wissen, wo die der Vertaste ist, ey. Katapultjäger in der Luft! Ach, da vorne! Ich treffe das blöde Ding. Ja. Das gegnerische Team hat die Führung. Jetzt habe ich sie mal getroffen. Wahnsinn. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Gut. Dann wollen wir mal wieder rauf. Tom? Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Du nicht mehr leben, ne? Nee. Ja, ich schließe wieder auf den Weg. Torpedos auf Backbord! Aber ich habe mich heldenhaft fürs Team geopfert. Ja, habe ich auch nicht anders erwartet. Oh, die Monty hat so einen Lack. Feueralarm! Ja, du bist auch gleich in deiner Tirpitz. Die ballern dich gerade so krass runter. Ja. Die Monty hat halt jetzt gerade richtig Glück. Problem gelöst. Jetzt wirklich Alaska, musstest du mir den Turm wegnehmen? Nein, genau wo der Heal an war. Warum hat er nicht gewirkt? Ich kann man nicht mit dem Heal Brand durchlöschen? Durchgehen? Vielleicht kam der Tick von dem Brand noch bevor der Tick von dem Heal kam. Ich habe jetzt erstmal Torps auf die Alaska abgefeuert, in der Hoffnung, dass er das bringt. Ja, oh, wir hatten im Feindteam Private Pinguin? Ach du Digge Scheiße. Wer ist denn das? Ich kenne noch nicht mal Public Pinguin. Sagen wir mal so, ist ein sehr guter Spieler. Okay. Mit sehr starken Stats. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja. Ja, ist schön. Sehr schön. Könnten wir noch drehen.
Ich mache gerade erstmal Jagd hier auf die Montana, weil ich hole mir dann C. Ey, die Montana hatte 100 Leben. Da kommt meine Salve an, da war ich schon wieder auf 10k hoch. Noch ein Treffer. Ich habe noch irgendwas getroffen. Ach, die Vanguard habe ich getroffen. Der hat gut durch mir gefressen, ey. Meine Secondary hat ihn gut nochmal auseinandergenommen am Ende. Sonst wird die Monty sich festfahren. Das wäre natürlich extrem traurig. Muss nur auf die Yukikaze aufpassen, dass sie die nicht aufmacht. Ach, die gibt's ja auch noch, stimmt. Aber ich glaube, die ist auf der anderen Seite. Unsere Xerovius macht gute Arbeit jetzt. Unsere Kremlin lässt sich fertig machen. Aber die Vanguard müsste jetzt Zitas fressen ohne Ende. Alter, ist schon wieder auf 20k die Montana. Yep. Ich krieg die nicht zu fassen, die dreht wieder um. Versucht C zu nehmen. Wenn wir die Punkte ein bisschen einhalten können, könnten wir es noch gewinnen. Ich guck mal gerade, wo die Vanguard hinfährt. Oh, die Monty nimmt vielleicht Torpedos mit. Das gegnerische Sieg. Ah, die laufen aus. Schade. Ja, Vanguard dreht auch gerade, nachdem ich die Torps geworfen habe. Aber sie brennt noch. Oh, oh, oh. Alter, die Monty, ein Lack. Ja, ich find's lustig, wie viele sagen, mit Turbets kann man keinen Schaden mehr machen. 115k. Ah, da ist die Yukikaze. Nur noch 12 HP. 12k nur noch. Perfekt. Da hat der Feind erstmal wichtige Schiffe verloren. Gefecht endet in 5 Minuten. Oha. Turp ist auch gleich. Da regt sich einer auf über dich auf. Die Turp ist jetzt auch weg. Jappa. Totaler Bullshit. Ich habe einfach drauf spekuliert, dass die... Hängt der da fest, oder? Das ist alles Skill, ne? Noob-Skill.
Oh, Alter, die Yukikaze kommt jetzt auch noch. Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Ja, die versucht es. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit der Yoshino aufpassen. Jappa. DDs brauchen mehr Skill als ein Baby. Es ist der Fakt. Ich hab auch mal Glück. Ach, alles Skill. Ich hab alles bei Tom gelernt. Ja. Jungs, wir haben gewonnen. Die Snowvius muss jetzt nur noch überleben. Du darfst dich jetzt nicht von den Yoshino-Torps treffen lassen, dann ist alles gut. Was haben die nochmal von der Range, die von der Yoshino? 1220. Schafft hat nicht mehr rechtzeitig, oder? Nee. Unser Sieg ist in Sicht. Pass auf, dieses Scheißding kann Dollar Auer machen bei DDs. Ja, ja, deswegen, ich fahre jetzt heraus. Ich habe auch erst in 50 Sekunden wieder Smoke. Das will ich jetzt nicht riskieren. Boah, richtig knappe Runde. Oh, fast in meiner Range. Jetzt haben die Deutschen den super Vorteil mit den schnellen Torpedos. Und Disrespekt. Ich überlege gerade, ob ich die Soyuz jetzt nochmal smoke. Entweder wartet er darauf ab, dass die Yoshino da rauskommt. Du kannst ja da einen Torbteppich da reinlegen. Ja, die Lücke. Vor. Aber ich wollte noch gucken, ob ich näher an die Soyuz rankomme, um die zu torpen. Aber weg hier. Er holt sich noch gemütlich sein Solo-Cap, der Typ. Oh! Gott, oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Naja. Schieß mit drauf! Ja, ja, ich dreh gerade die Türme. Nebel dich! Das war's mit der Yoshino. Ja. Auch noch schön gedreht, das Ding. Ja. Aber was so geil, ich schieße auf den drauf und der dreht. Das war geil. Irgendwie ist das letzte Zeit traurig, wo die Zehner stehen in solchen Gefechten. Oh, guckt, 8er, 9er, 8er, 8er. Das war traurig. Also ich bin mit meinen 115k zufrieden. So. Knappe 50. Ich könnte auch kleinere Stufe fahren, größere Stufe. Warte. Ich will heute ein bisschen ja im Iowa heute noch fertig quälen. Das haben wir gerade verloren, ne? Der Norka, ja. War ja auch klar. Oh, ich hab einen Kontakt. Alter Schwede, das bereitet einen Kopfschmerz, wenn man das sieht mit den Friedrich. Au. Ein Steam-Container? Mhm. Nehmen wir auch mit, was ist da drin? Keine Ahnung, muss ich auch noch öffnen. 24 Stunden Premium, 5x Zulu Hotel, 5x November Fox dort. Naja, ein Tag Premium mehr.
Tom? Mhm. Sonst sag du mal was an. Ja, mach du. Komm, Tom. Bin bloß ziemlich müde, deswegen ich bin nur so halb anwesend irgendwie. Okay. Also nehme Weil ich, wie gesagt, 18 bis 20 Stunden Schlaf die ganze Woche über ist, fordert gerade so ein bisschen sein Tribut. Na komm. Venezia. Wieso hast du schon wieder die Venezia? Alter? Wieso du schon wieder? Hast du die gekauft oder was? Na klar. Ja, wirklich oder? Mit Free XP, ich habe immer noch 1 Million rumliegen. Achso, man kann es ja jetzt schon wieder forschen. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ich dachte, du wärst so ein Lacker, der wieder alles aus irgendwelchen Containern rauszieht, während wir Normalsterblichen nur Scheiße rauskriegen. So, und das heißt, ich bin auch normalsterblich. Wie heißt du übrigens? Sorry, wenn ich mal nachfrage. In Real Life oder normal? Wie du möchtest. Marc. Marc. Darf man in deinem Stream rauchen? Ist mir scheißegal. Ich bin nicht Raucher. Frag die Yoshino, die hat Boobs. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich mit meinem Kurfürsten hier wieder einen Arsch versohlt bekomme. Sag dir nur 19 Kilometer Kurfürst. Ah, genau die habe ich. Ah. Weißt du, was geil ist? Da steht eine Kremlin 2 Kilometer neben mir, ne? Meine Secondary trifft ihn nicht. Bin ich die Gearing auf 10 Kilometer an? Ja, die trifft die durchgehend. Ich habe irgendwie die letzten 3-4 Matches mit den großen Kurfürsten. Ich kann zielen mit Zeit. Weißt du, die stehen teilweise. Eben hatten wir auch eine Runde gehabt. Das Schiff hat wirklich gestanden. Ich weiß nicht, ob der AFK war. Ich treffe den, krieg 3000 Punkte, 4000 Punkte. Ja, das ist der Nachteil. Diese Dispation von den Deutschen ist scheiße. Auch weil viele heute mich angemeckert haben, weil ich hier das Reichweitenmodul hier eingebaut habe, ne? Mhm. Ich habe hier Nachladen, was mir lieber ist. Lieber 3 Sekunden weniger nachladen, als jetzt 20 Kilometer rumschießen. Hast du auf deinem großen Kurfürsten, was hast du drauf? Die 420er? 406. Ja, ich überlege, ob ich wieder zurücktausche. Weil die sind besser, die hauen bei Kreuzern so übelst rein. Die sind so schöne Kreuzerschreckmethode. Na komm, Desmo, ich will mein Abzeichen verdienen. 100 Bänder. Flugzeug in der Luft. Geht natürlich genau zu. Kannst du ihn nochmal spotten, Tom? Okay. Wie das meint? Ich hab grad auch meinen Reichweitenflieger drauf. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet! Da ist er nochmal, nur für euch. Oh, perfekt. Geben wir nochmal unser Bestes. LOL, die sind genau in der Desmo rein, aber ich mach keinen Schaden? Ja, und bei mir sind wir zu. Kater, ruhig. Ah, 3K mit 2 Durchschlägen. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Ich habe jetzt schon mal blind drauf geschossen. Meine Schüsse haben Farbe, deine auch. Ah, nicht getroffen, schade. Unsere Shimas AFK. Ne, der ist da. Ne, Smolensk, du kannst ruhig helfen bei der Schabarovs. Boah. Aufklärungsflugzeug kehrt zum Schiff zurück. Erstes Blut, meine Fähigkeit bekommen. Das Schöne ist, ich brenne. Das Schöne ist, ich habe jetzt einen längeren Heal. Versuch dich hinter der Insel zu verstecken. Gegnerischen Kreuzer gesichtet.
Jetzt habe ich einen länger haltbaren Nebel, das ist auch lustig. Hat jemand den anderen DD schon irgendwie ausfindig machen können? Ja, der ist oben. Oben links. Hm? Ja. Die Grosso ist gerade. Der andere ist gerade schön gestorben. Ich hab dem 11 Raketen reingejagt, den Arsch. Schabarovs? Ja. Die hat auch 50 mm Panzerung, da geht's schwer durch, wenn du die falsche Stelle triffst. Die Yamato oben steht. Ja, ich komme noch nicht dran, weil ich jetzt in 2 Minuten meinen Reichweitenflieger habe. Ich habe jetzt einmal eine Salve drauf, aber sind wir in Sicherheit wieder Abpraller. Boah, 8000 Punkte, ich bin begeistert. Ach nee, ich krieg ja mehr Reichweite, weil ich einen Kill mache, ne? Ich kann jetzt auf 18 Kilometer rumgurken. Jetzt fährt sie wieder an, aber der bremst immer wieder ab. Mhm. Zweite Salve drauf. 13.000 auf der Yamato mit 8 Treffern. Fahr so weiter, Yamato. Du machst mir mein Leben einfach. 3740. Und ich krieg natürlich einen Kill. Er bremst wieder ab. Die Desmo kommt auch aus ihr Versteck. Taste drücken, das könnte hilfreich sein. Jetzt schießt er auf mich. 2000 Punkte. Ich will. Die Esmo ist sichtbar. Ja, kannst du auf die schießen? Nee, ich lade gerade noch. Jetzt ist sie wieder zugegangen. Scheiße. Da ist die andere. Jetzt will ich echt alles hier haben. Heal. Ja, und der Flugzeugträger hat vorhin an mir gefunden. Eine komplette Sache. Alter Schwede. Wie geil ist denn das jetzt mit dem Heal, bitte? Boah, 7.000. Alle Stationen, vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. Tom? Mhm. Ich brenne wieder. Das ist doch schön. Ja, freut mich auch. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Nächste Salve. Alter, ist das Ding einfach nur böse. 1350 Punkte. Ey, ich weiß echt nicht mehr, was ich hier mit der... diesen blöden großen Kurfürsten. Du musst sehr nah ran eigentlich. Und da kommt schon wieder der Topflieger auf mich. Flak? Du darfst auch mal arbeiten. Ja. Nein, meine! Das zieht er bekommen. Und da kommt Torps. Aufklärungsflugzeug zerstört! Nein, der hat mein Aufklärungsflugzeug zerstört! Einen Torp nehme ich auf jeden Fall mit. Ne, sind ausgelaufen, Gott sei Dank. Gegnerischen Kreuzer gesichtet! Kriegst du die Desmo noch? Ich gerade. Nebelwerfer gestartet! Ich versuche es. Ich habe eine Salve abgefeuert auf die.
Ich habe eine Zeta auf der. Perfekt. Oh Mann, ey. Die haben wieder alle gefallen an mir. Mhm. Da ist die Yoshino. Wieder zu. Die Fanda macht mir mehr Probleme, die gleich hier um die Ecke kommt. Nebelwand gelegt. Schütz ausgefallen von der Yoshino. Jetzt kenne ich sie, eine halbtote des Moin hier. Komm, da ist sie doch. So, einmal lächeln bitte. Wer, ich? Cheese. Das ist doch jetzt nicht normal, oder? Ah, dann heilt sich der Penner hoch, Mann. Jetzt ist er weg. Da ist der große Kurfürst. Mhm. Zum Glück habe ich eingedreht. Leute, lass mich doch nur überleben. Ich will doch nur diesen scheiß Feldzug endlich erfüllen. Welchen Feldzug? Ah, ich muss da Mama abfangen. Dann nimmst du einen großen Kurfürst? Oh, die kommen schön, die kommen schön. Die kommt ein bisschen langsamer, komm. Scheiße, ich hab gerade den Conqueror schön getroffen. Konzentriert sich gerade so wunderbar auf die. Jetzt beim Start, ich werde irre. Boah, 10k. Abpraller. So, ich habe ein nächstes Leuchtfeuer-Dingsbums bekommen. Mach die Fandera. Die ist näher an dir dran. Lässt man hier aus der Ecke kommt, kann ich dann übernehmen. Gleich. Ich mache hier die Fliege. Die Conqueror ist fast tot. Gestartet. Oh, fuck my life, echt. Wenn der Smoke so fast eine Minute hält. Hat die das mal gut gefressen jetzt? Nebelwand gelegt. Was? Ich bin jetzt schon tot. Dankeschön. Ich wollte gerade kommen, meine Ehre retten. So ein Scheiß, echt. Von was eigentlich? Von dieser scheiß Desmo oder was? Anderer, glaube ich, ne? Hab ich doch gar nicht sehen können. Ist klar! Ist klar! Die Fandera macht 4 Brände mit einem Treffer bei mir.
schießen ja wieder auf mich. Ey, eine HE-Kugel von der Fandera, 4 Brände. Alter, die Desmo hat gar nichts mehr. Ja, ich habe schon auf die geschossen, 2 Salven, aber irgendwie... Das mit dem Treffen ist so eine Sache. Sind die jetzt alle bei A, nur an der Kurfürst und der Conqueror verreckt? Ja, sieht so aus. Boah, das ist so zum Kotzen, ist das. Also, jetzt müsst ihr gleich deine Secondary zerlegen. Die Desmo kann sich immer noch hochheilen. Naja, die gibt jetzt Vollgas. Ich finde einfach nur, die britischen Schiffe sind viel zu stark hier im Spiel. Auch mit der erhöhten Zita bringt eigentlich gar nichts. In 5 Minuten. Sieht man ja, was hat der gerade mit 2 HDE-Granaten reingedrückt? 4, 5K? Das ist echt ein Witz. Mit dem großen Kurfürsten ist ein absoluter Witz. Kannst nur auf die Secondary bauen. Und auch noch Miese gemacht. 111k Schaden und machst noch 120.000 Miese. Ich hasse dieses Schiff langsam. Problem ist einfach diese ganzen Reichweite jetzt. Das ist das einzige Schiff, was eigentlich Nahkampf ist und nur Nahkampf gut treffen kann. Die Kremlin kann ja aus jeder Entfernung ja dir eine verpassen. Da träumst du noch nächstes Jahr von. Aber ich schalte jetzt erstmal auf die 406mm wieder zurück. Ich weiß nicht, seitdem ich die 420er drin habe. Das läuft überhaupt nicht. Ja, du hast ja auch ein Reload von Gut und Böse mit denen. Reload habe ich mit denen von 27,2 Sekunden. Ja, ich bin gerade bei 26,6. 24,6. Ja. Ja. Nee, das ist, kannst du vergessen. So, was macht die nächste Runde? Und danach verabschiede ich mich kurz, weil ich muss mal einen Happen essen, sonst falle ich vom Fleisch. Ja, Marc, such dir was aus. Ja, Marc, such dir was aus, ja. Dann nehmen wir mal... Na komm, nehme ich dich auch mal mit. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Du hast nur einen 10er, Tom, ne? Mhm. Schade, ich hätte auch gerne mal meine Haku mal einen Einsatz geschickt. Ja, warte, mach du die Haku und ich mach die Ding. Die nee, muss nee, eh noch. Nee, passt schon, ich nehme hier. Komm, ja, die müsste eh noch hochgespielt werden, also die. Müsst ihr immer noch meine Audacious hochspielen? Nimm ruhig deine Midway. Du bist gut mit CV. Ja, das war jetzt im letzten Spiel. Wir könnten ja auch Doppelsmolens machen. Alle soweit? Ja. Hau rein. Ich sehe es jetzt schon wieder. Komm, ich mache überhaupt keinen Brand mit der. Jetzt hier nach dem Fight habe ich endlich, dass ich die Reichweite kann. Das ist nochmal nett. Obwohl viele hassen ja die Smolensk. Ich bin auch kein Fan von der, aber wenn man sie hat, soll man sie auch spielen. Oh, ich hätte mir doch lieber die Fanda holen sollen, denke ich mir immer. Die hole ich jetzt im Dezember, da habe ich wieder genug Kohle. Ich habe die Smolensk seit gestern. Früher hätte ich mir die Yoshine geholt, wegen Sniper und so, aber mittlerweile ist das nicht mehr so mein Fall. Oder weißt du, ob da irgendwie ein neues Schiff noch dazukommt? Derzeit ist gar nichts angeteasert.
Ich wünschte mir, dass wenn die sagen würden, ja gut, wir machen Odin zum Schlachtkreuzer T10 für die Deutschen, ne? Weil irgendwie passt er besser als die Siegfried. Ich meine, es kommt jetzt ja auch noch, ne? Boah, wenn die noch einen Buff bekommt, alter Schwede, bin ich zufrieden. Ruderstellzeit noch ein bisschen runter. So. Alle Mann auf Gefechtsstation! Wo düsen wir hin? Ich wollte sagen, C. Viel Glück und ruhige Ah, das sind Wasser. dann, Viel Glück glaube und ich, ruhiges drei Wasser. Smolens. Ugh. Oder A. Mir egal, wir können auch B fahren. Ich bin da total offen. Nehmen wir A. Wir haben ja einen Flugzeugträger, der gut spotten kann. Ich bemühe mich. Nee, du spottest nicht, doch. Der Flugzeugträger. Wie? Diesmal keine Erwähnung, warum ich so viel HP auf meinem Schiff habe. Geil. Als nächstes muss ich noch den Schabak-Kapitän hochziehen. Kann man auch gut, glaube ich, gut mit dem Teil. Ah, das ist schon die erste Yoshino. Also ein BB ist ein A, der andere sieht aus, als wäre ein B. Das heißt, wir haben auf der Seite erstmal zwei T. Yoshino hat einen Brand gelöscht, sehr schön. Und Brennstoffisch nochmal. Zu uns. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Die dreht weg. Ja, ich glaube, die sieht das ganze Feuer, was auf sie zukommt. Rechts haben wir die Montana. Und die Venezia. Keine Ahnung, ich werde aus dieser Kremlin nicht schlau. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Die ist schon wieder aus der Reichweite. Scheiße, alles aus der Reichweite. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ja, das hinten ist so eine Moskwa. Gestartet. Diese war verdammt lang unterwegs. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Nebelwand gelegt. Immer. Ja. Gegnerischen
fährt genau in 3 Smolens rein, ey. Ja, Triebe ausgesetzt. Also Motor schon, meine ich. Die brennt? Ich sehe schon diese scheiß Effekte, sehe ich alles nichts. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet! Schön, wie sich alle unten bei A verstecken. Ja, ich glaube, ich habe da einen Fehler gerade gemacht. Ich muss gucken, dass ich erstmal wieder unsichtbar werde. Ah, scheiße, jetzt fahre ich wieder auf S. Dann fahr natürlich noch ein paar Probleme rein. Zum Glück habe ich wieder Smoke. Danke, Hindenburg. Alles klar. Wo ist denn da? Wo könnte die Schima sein? Oh, im Nebel. Der hat auf die Hindenburg gezielt und mich weggenommen. Ach, dieser Idiot von Hindenburg. Warum muss der genau in mich reinfahren? Weil er den Nebel haben wollte. Ja, aber der muss ja trotzdem nicht mehr. Und ist an der Kremlin auch noch mitgestorben. Das war eine Käserunde wieder. Diese kleine scheiß Schimakaze, weil wir die nicht rausgenommen haben. Die hat auch nichts mehr gehabt an Lehm, ey. Ich hab's jetzt noch erwischt, aber ich glaube, es war ein bisschen spät. Ich habe auch noch den mega Bock geschossen hier mit meiner Tastatur. Ich habe die ganze Zeit auf F gedrückt, anstatt auf G zum Einbruch. Ein Hoch auf HEBBs. Ne, da habe ich gerade Scheiße gebaut. Und dann auch noch festgefahren auf die Insel. Und dann habe ich noch oben drauf diese Hindenburg. Das war natürlich wieder ein Traum. Ja, bei mir löschen die immer jeden Brand direkt. Ja, dann einfach wieder anzünden. Ja, ist ja nicht so leicht. Ich mache irgendwie mehr nix an Damage als Damage. Ich komme jetzt vor allem erstmal direkt nach der Runde hier das Reichweiten. Das geht mir so auf den Keks. Die wissen alle bei den Smolens bei 16 Kilometer rückwärts fahren, verstehe ich, bei 16,8 bist du schon in diesem Angebot des Eichhörnchen. Nebelwerfer gestartet! Hat die Führung übernommen. Nein, macht er mal die Monty auf? Bin gerade auf dem Weg. Ist klar, wie gut die alle blind treffen, ne? Ja, ich war die ganze Zeit eingesmoggt. Nebel war gelegt. Vorgezielt und mich getroffen. Da war Sense. Feueralarm! Alter, Monty löscht direkt beim ersten Brand. Könnt ihr mal eine mal neben meine durchgehen lassen?
gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Meine HE-Montana fackelt bestimmt jetzt ab, ne? Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Schönes Ding, Tom. Das waren 6 satte Treffer. Aber du musst wirklich mal die japanischen CVs spielen, wenn du Spaß an den CVs hast. Das kann ich dir echt nur empfehlen. Die sind schon schnell. Müsste ich echt mal machen, ja. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Den Bombenschaden, der ist auch gewaltig, wenn du richtig triffst. Ja, das ist halt immer die Sache, wenn man richtig trifft, ne? Aber es kann, ja, es kann richtig böse werden, ja, mit diesen Abbetungen. Ganze Ecke, also die CVs, eine ganze Ecke sind die Torpedos. Die haben deutlich mehr Dampf als die ganzen anderen. Naja, das ist schon. Die Torpedos bei den Amis sind ein bisschen mehr. Nicht nur ein bisschen mehr, die sind komplett mehr. Also eine Kremlin muss auch immer treffen, egal wie man steht, ne? Ist, dass du jetzt auf 19,2 Kilometer, ne, 19,6 oder? Ne, 19,2 Kilometer anzutreffen. Der Smolensk. Ja, das wollte ich jetzt auch. Das ist Gold wert. Gegnerischen Kreuzer entdeckt! Dafür muss auch RNG mal auf deiner Seite sein. Weil ich hätte so gern mal eine Runde, wo mein Team nicht immer gleich vor mir wegverreckt. Ja, geil. Weil ich konnte auch keinen Schaden machen. Ich habe mehrere tausend HE-Treffer, aber nur 2 Abfackler. Das ist unnormal. Jeder andere fackelt mit der Smolensk im Sekundentakt ab, ne? Und du... Überleg mal jetzt bei dem bisschen Schaden, was ich gemacht habe. Ich habe 3 Fackler. 3-mal Brand. Ja, was die anderen manchmal haben, 72 Brände mit der 100, ne? Das war aber echt eine scheiß Runde mit der Smolensk, also meinetwegen. Komm auch nie Schaden. Ich weiß nicht, wie du das Schiff einen Durchschnittsschaden von 120 haben kannst, damit du durchschnittlich bist. So, warte mal, ich skill jetzt erstmal den Kapitän. Das ist jetzt oberstes Gebot. Und dann mache ich mir erstmal eine Kleinigkeit zu essen. Aber was ich sagen muss, weil du meinst mit den AP-Bomben von den Dingens, ich meine, ich habe die Montana jetzt nur 2-mal angeflogen, also eine Staffel und 2 Anflüge, waren es dann halt auch gleich mal 46.000 Schaden durch die HE-Bomben, ne? Also, wenn du die Zita triffst, kannst du manchmal schon ein BB halb ausnocken. Na gut, Zita kannst mit HE nicht schießen, aber... Aber so die HE-Bomben von der Mitte, die haben echt Wumms hinter, also... So, das ist halt verlässlicher. Falls ihr später noch online seid, dann bin ich gerne wieder mit dabei. Wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt Richtung Küche. Ja. Boah, ich habe auch Hunger. Ich will auch nichts.